Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und ja, heute gibt es das dritte und letzte Mappen-Update. Nach diesem Mappen-Update wird es auf der Suche nach den letzten Karten geben, zum Beispiel bei den Orakels und so. Ja. Ja, also dieser Stapel hier werden wir jetzt hier noch in die Mappe reinmachen. Ist eigentlich auch noch ein guter Stapel hier. So. Und dann würde ich sagen, kommt jetzt erstmal das Intro und dann legen wir los. Ja, als erstes möchte ich mich entschuldigen, dass Samstag und Sonntag leider nichts auf meinem Kanal kam. Das liegt daran, weil ich am Samstagmorgen noch arbeiten war. Und sonntags will ich irgendwie meine Ruhe noch ein bisschen haben. Ja, dafür geht es ja heute wieder los. Heute Morgen kam FIFA Mobile. Wer es nicht gesehen hat, da hatte ich mich auch entschuldigt. Ja, dann würde ich sagen, wir legen direkt mal los hier mit dem Mappen-Update. Ich habe ja gesagt, dass es das letzte Mappen-Update sein wird hier. Danach wird es nur noch auf der Suche geben, weil sich da ein Mappen-Update nicht mehr lohnen wird. So, ihr seht hier. So, mal schön gerade machen hier. Hier oben fehlt jetzt zum Beispiel noch der Fußball. Den haben wir hier. Der kommt hier in die Mitte hier oben. Na, hallo. Dann nehmen wir halt die Karte hier so. Zack. Zack, zack. Hier oben ist es voll. Hier fehlt noch die Clubkarten. Also diese hier. Die Club-Logos. So, Club-Logos-Karte. Und dann fehlt mir hier noch die letzte Legende. Die habe ich natürlich auch. Endlich hatte ich sie ja gezogen gehabt. Hat ja lange gedauert. Der Riedler aus Dortmund. Und somit ist die erste Seite fertig. Normalerweise wären ja hier die Taktikkarten, aber ich habe das mit den Legenden viel besser gefunden. Ja, und dann geht es hier natürlich weiter mit Augsburg. Da fehlen mir noch zwei Karten, so wie ich sehe. Jawohl. Und da habe ich leider nur eine bis jetzt. Und das ist die 27. Die kommt hier unten rein. Also mir fehlt immer noch eine. Mir fehlt noch die Nummer 21 fehlt mir hier noch. Sonst ist fast alles hier kompletto. Ich hoffe, ihr seht es so. So, da haben wir dann als nächstes haben wir die Hertha. So, da fehlt mir noch zwei Karten. Und zwar hier die Nummer 33 und hier oben die 37. Und ich habe hier die 33, habe ich hier. Und zwar Karim Rikik. So, rein mit dem hier. Somit ist diese Seite hier voll. Und hier oben, die fehlt mir leider noch. Die habe ich leider auch nicht. So, dann geht es hier weiter mit Union. Ja. Und da habe ich das Club-Logo hier. Herr Wolski kommt hier natürlich hier oben hin. So. Schieben wir die andere Karte hier ein bisschen hoch, die rein und dann zack. Dann habe ich hier noch eine Union und zwar den Torwart, die Nummer 47. So, rein mit dir, zack. Dann habe ich auch die 48. Das ist hier Friedrich, der andere war hier Lute. Lute. So. Na. Das Mikro stört ein bisschen. So. Ja, gestern ist ja Favre entlassen worden, falls ihr es mitbekommen habt. Die haben ja 1:5 verloren gegen Stuttgart. Ja. Aber wir waren ja auch nicht besser. Wir haben ja 1:1 gespielt. Ja. So, wartet mal.
Wir haben ja 1-1 gegen Union natürlich gespielt. Die Hertha, also hier die Hertha, hatte 1-1 gegen Gladbach gespielt. Aber das beste Spiel war ja hier Dortmund gegen Stuttgart, 1-5. Da habe ich auch gedacht, Junge, Junge. 50 habe ich hier. Ich habe hier die Nummer 50. So, die kommt hier in die Mitte rein. In die Mitte. In die Mitte, in die Mitte. Ich würde jetzt was sagen, aber ich lasse es lieber. Ja, kinderfreundlich bleiben. So, Union. Ja, da fehlt mir jetzt noch 1-2. Zwei Karten fehlen mir hier noch. Dann kommt hier Arminia Bielefeld. Da fehlen mir noch 1, 2, 3 Karten. Eine habe ich hier schon mal. Das ist die 74. Die kommt hier oben hin. Schieben wir einmal hoch und rein und fertig. Dann habe ich hier noch eine. Dann habe ich die 76. Die kommt hier rein. Und ich habe sogar noch eine. Und zwar hier Matchwinner Suku. Die Nummer 80. Und das heißt, Bielefeld ist komplett. Jawohl. Ist das die erste Mannschaft, wo ich komplett habe? Ich guck mal kurz nochmal. Hier fehlt mir noch eine. Hier fehlt mir auch noch eine. Hier fehlen mir noch zwei. Bis jetzt ist es die erste. Geilomatico. Dann haben wir hier Werder Bremen. Da fehlen mir noch zwei. Hier und hier. Und ich habe hier die Nummer 90 und zwar Bittencourt. Kommt hier unten hin. Und ich habe sogar noch eine. Und zwar Niklas Füllkrug, die 92. Das heißt, Werder Bremen ist komplett. 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 Jawohl. Zweite Mannschaft ist komplett. Dann kommen wir hier zu, BVB 1-5. Nee, Quatsch. Spaßi. So, dann haben wir hier die Nummer 3, habe ich hier. Pischtek. Da fehlen mir eigentlich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Karten noch von Dortmund. Wer hätte das gedacht? So, die 103 habe ich hier. Die kommt hier hin. Neber Hummels. Hummels. Ja, Hummels hat ja auch schlecht ausgesehen gestern. Ja, moin. Dann haben wir jetzt Jude Bellingham, die 108. 78 kommt hier hin. Hier unten in die Ecke. Unten in die Ecke. So, da habe ich hier noch einen Dortmunder. Und zwar Thorgan Hazard als Matchwinner. Die 117. Die kommt hierher. Und somit fehlen mir noch 1, 2, 3 Karten bei Dortmund. Als nächstes haben wir hier Frankfurt. Da fehlen mir noch 1, 2, 3 Karten. Ich habe hier die 125 Kamada. Die 125 kommt hier unten hin. So. Dann haben wir den nächsten Freiburger. Und zwar Schlotterbeck. Die 142. Wieso habe ich die 142? Okay, fail. Ich muss ja eins weiter. Okay, 142 ist hier unten. Ich war ja eben noch bei Frankfurt. Ah, okay, bei Frankfurt fehlt mir dann noch 1, 2 jetzt. Voll durcheinander. Dann kommen wir hier jetzt zu Hoffenheim. Seht ihr schon. Da fehlen mir noch 1, 2, 3, 4 Karten. Ich habe hier die 157. Die kommt hier unter das Club-Logo. Und zack. Freiburg habe ich gesagt, wie viel fehlen. 1, 2. So. Dann habe ich hier noch einen Hoffenheimer. Und zwar Dennis Geiger. Die 162. Die kommt hier unten hin. Diese Seite ist dann komplett. Zack. Und mir fehlen dann nur noch zwei. So, dann kommen wir hier zum FC Kölle. Da fehlen mir noch 1, 2, 3, 4. 4 Karten.
Ich habe hier Jonas Hector, die 176. Somit ist dann diese Seite hier komplett. Dann habe ich hier noch die 186, Sebastian Andersson. Die kommt dann hier hin. Und somit fehlen mir dann nur noch zwei Kölner. So, dann kommen wir hier zu Leipzig. Da habe ich leider nur eine Karte, und zwar die 202. Die kommt hier hin. So, bei Leipzig fehlen mir dann noch 1, 2, 3 Karten. So, dann kommt als nächstes Leverkusen. Leverkusen. Die haben ja gestern 4-1 gespielt gegen Hoffenheim. Ja, und bei Schalke hat sich ja Marc Uth irgendwie schwer verletzt. Gute Besserung an Marc Uth. Schalke hat 2-2 gegen Augsburg gespielt. So, wir haben hier die 212 von Leverkusen. Kommt hier in die Mitte hinein. In die Mitte. So, dann habe ich hier noch die 218. Florian Würz. Die kommt hier in die Mitte. So, hochschieben und rein. Das war's dann schon. Mehr Leverkusener habe ich leider nicht. Somit fehlen mir noch 1, 2, 3, 4 Karten noch. So, Mainz 05. Ja, bei denen geht es ja auch drunter und drüber. Im Moment auf Platz 17. Ja, die haben gegen Köln verloren. 0-1. Für Köln gut, für Mainz schlecht. So, bei Mainz fehlen mir noch 1, 2, 3, 4 Karten. Ich habe hier die 233 Baku. So, 233, die kommt hier unten in die Mitte. Als nächstes habe ich hier die 237 Öztunali. So, die müsste dann hier oben rein. So. Und das war's schon. Mehr habe ich leider nicht. Wir kommen zu Gladbach. Gladbach am Wochenende 1-1 gegen die Hertha. Steht im Moment auf Platz 8. Diese Woche ist ja englische Woche. Da wird es ja morgen Orakel geben, aber nur für Dienstagsspiele. Am Mittwoch kommt nur für Mittwochsspiele. Habe ich mal so einfach entschieden, ne? Und da werden wir dann schon mal gucken, ob wir Karten hier für die Mappe bekommen. Wir werden es sehen. Gladbach. So, Abwehr habe ich hier. Den Stinken, das ist hier die 247 habe ich hier. Genau. So. Da fehlt mir hier oben noch ein Abwehrspieler. Und hier unten fehlt mir auch noch einer. Mittelfeld oder Abwehr? Keine Ahnung. Wir haben hier die 251. Okay, das war ein Mittelfeld. So. Ich habe sogar noch einen Gladbach. Hier haben wir Blair. Die 257. Und ich habe noch eine Karte. Und zwar haben wir hier Matchwinner. Benzebaini. Die 260. Die Zahlen, die sind ja so komisch gemacht, die erkennt man fast gar nicht. Und dann habe ich noch die letzte hier, und zwar ist das auch nochmal Matchwinner, Lars Stindl. Zack. Die kommen natürlich dann hier als letzte Karte. Diese Seite ist kompletto, also fehlt mir nur noch eine einzige Karte hier bei Gladbach. Wir kommen zu den Bayern. Aber da habe ich leider nur das Club-Logo, nur. So. Und da fehlt mir nur noch eine einzige Karte hier. Und zwar die 272. Da. Den Rest habe ich alles. Ja. Dann kommen wir hier zu Schalke 04 natürlich. Da habe ich
die 284 habe ich hier. Die kommt hier in die Mitte. Und mehr Schalke habe ich leider nicht. Da fehlen mir jetzt noch zwei Karten bei Schalke. Schalke natürlich letzter Moment. Immer noch. Mit 4 Punkten. Das ist schon. Dann habe ich hier von Stuttgart. Da fehlen mir eigentlich noch 1, 2, 3, 4. 4 Karten. Ich habe hier die 305 habe ich hier. Die kommt hier unten hin. Das ist Karasoa oder wie der ausgesprochen wird. Dann habe ich hier die 311 Kalacic. Kommt hier hin. Und dann habe ich hier noch Matchwinner, die Darby. Zack. Und die wird ja wahrscheinlich hier unten hinkommen. Zack. Das ist die 314. Dann haben wir hier die 315. Jawohl. Passt. Also, hier fehlt mir nur noch eine Karte. So, Wolfsburg. Da fehlt mir noch das Club-Logo, sehe ich gerade. Okay. Die 318 hätte ich hier. Die kommt hier oben hin. Schieben wir die Karte hier hoch. Stecken die hier mit dabei und wieder runter. Und dann habe ich noch die 329. Und zwar Steffen. 29. Die kommt hier hin. Zack. Und das war's schon mit Wolfsburg. Also 1, 2, 3 Karten fehlen mir bei Wolfsburg. So, dann kommt erstmal nix. Dann kommen hier die Zweitliga-Karten. Da sieht es eigentlich schon recht gut aus. Hier, die sind Completo, VfL Bochum. Fehlt mir noch eine, die habe ich hier. Das ist Ganvula mit der 339. Zack. Und die Seite wäre komplett. Also hier habe ich auch schon Braunschweig. Completo. Dann haben wir hier Darmstadt, habe ich komplett. Düsseldorf habe ich auch komplett. Dann haben wir hier Kräuter Fürth. Da fehlt mir noch eine Karte. Die habe ich hier. Somit ist diese Doppelseite completo. So, dann kommen wir hier zu HSV, ist komplett. Hannover 96 fehlt mir noch eine. Und die habe ich auch. Hier Kaiser mit der 355. So, zack, rein mit dir. Heidenheim fehlt mir noch eine. Die habe ich leider nicht. KSC ist kompletto. Dann hier noch Holstein Kiel. Die habe ich hier. Das ist die 364 Haukewahl. Haukewahl. So, zack. Dann habe ich hier die. Hier habe ich ein Paderborner. Nürnberg ist hier komplett. Also hier auf der Doppelseite fehlt mir nur eine. Dann haben wir hier Paderborn. Fehlt mir noch eine. Und die habe ich ja hier in der Hand. Zack. Lübeck habe ich natürlich komplett. St. Pauli habe ich komplett. Und Paderborn habe ich jetzt auch komplett. Dann kommen wir hier jetzt zu Jan Regensburg. Da fehlt mir noch eine. Na. Eine. Die habe ich natürlich. Und zwar ist das hier Florian Heister mit der 381. So. Zack, rein. So, dann Sandhausen komplett. Würzburger Kickers, da fehlt mir noch eine. Ja. Da war es das mit den Zweitliga-Karten. Jetzt kommen wir zu den Dauerbrennern. Da fehlen mir noch 2, 3, 4. 4 Dauerbrenner. Ich habe hier die erste. Das ist die 389. Ich muss mal gerade gucken, wo die hinkommt. Ah. Die kommt hier oben hin. So, einmal. Und ich glaube, die 390 habe ich, glaube ich, auch. Jawohl. Der ist von Union. Christopher Trimmel. So. Na,
Somit ist diese Seite hier kompletto. Dann habe ich noch einen. Oh ja, Leverkusen mit Sven Bender. So, die 399. Dann müsste die hier oben hinkommen wahrscheinlich. Jawolski. Schieben wir die mal kurz ein bisschen hoch hier. Zack. Habe ich noch einen? Jawohl. Ich habe hier noch die 405. Maximilian Anolo. Arnold, meine ich. Mit der 405. Das heißt, die Dauerbrenner habe ich kompletto. Also, wenn ich da jetzt noch welche ziehen sollte, kommt die in eure Mappe. Apropos eure Mappe. Da kommen dann auch noch extra Mappen-Updates. Also ich schreibe dann zum Beispiel unter das Video oder als Videobeschreibung eure Mappe Mappen-Update oder so. Ja. So, dann kommen wir hier zu... Ja gut, Rising Stars, die habe ich ja komplett, das wisst ihr ja. Durch das Mappen-Update, der... Durch das zweite Mappen-Update, so. Ja. Die waren ja in den kleinen Tins und in dem Adventskalender drin, genau. So, dann kommen wir hier zu den Limmis. Und da seht ihr schon. Ich habe sie fast alle. Ja, ich habe jetzt noch hier Erling Haaland. Ihr seht schon, dieses Gelbe hier. Erkennt ihr den Namen? Das haben die denn mal... Gut, so erkennen die es, oder? Also ich kann es so lesen. Ein bisschen Haaland kann ich lesen, aber den Rest. So, das ist die LE11. 11, 11, 11. Wo ist sie denn? Oh, ich hab die schon. Hä? Warum habe ich die Doppelung? Hey. Oh. Okay, da kommt die in eure Mappe. Ich habe nicht gesehen, dass ich die schon habe. Naja, nicht schlimm. Nicht schlimm. Ich dachte, ich hätte ihn noch nicht gehabt. Habe auch nicht in die Mappe geguckt, also hinten bei den Nimmis. Ich dachte, die würde mir fehlen, weil ich die noch da liegen hatte. So, okay, da fehlt mir ja nur noch eine Limmi und die kommt ja am 23. kommt die in der Bravo Sport. Also, wenn ihr die Limmi haben wollt, Bravo Sport kaufen, 23.12. So, dann hier zu den, Taktikkarten, da fehlt mir nur noch eine und ich habe sie endlich, die letzte, hier Schiedsrichterkarte. Und die kommt dann hier rein und somit wäre es dann fertig. Also hier fehlt mir keine mehr. Eine Limmi fehlt mir noch und bei den anderen habt ihr es ja gesehen. Ihr könnt ja zurückspulen, falls ihr es nochmal sehen wollt. Ja, das war es dann mit dieser Mappe hier. Eigentlich... Fehlen mir nicht mehr viele. Mal gucken, ob ich sie noch irgendwie finden werde durch die Orakels. Wenn nicht, werde ich mal UP fragen oder so, ob er mit mir tauscht. Aber er hat ja auch schon recht gut seine Mappe voll. Ja, ich hoffe, ich hat dieses Mappen-Update gefallen. Falls du noch kein Abonnent bist und nicht mehr verpassen willst von meinem Kanal, dann lass einen kostenlosen Abo da und natürlich die Glocke aktivieren. Egal wie ich es jetzt beschrieben habe. Und natürlich ein Like für dieses Mappen-Update geben. Da würde ich sagen, haut rein, bis morgen zum Orakel und tschüss!